ein kurzes Video in eigener Sache. Wenn ihr mich unterstützen wollt, folgt mir doch gerne auf Instagram, auf TikTok, auf Twitch. Links dazu in der Videobeschreibung oder in der Kanalinfo. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützt und aktiv seid, denn auf TikTok, Instagram gibt es immer die neuesten Informationen zu meinem Leben, natürlich. Auch zu Spielen, die ich spiele, zu Maps von Fortnite und. Auf Twitch natürlich streame ich diverse Spiele. Diese Infos dazu findet man bei mir auch immer auf TikTok und auf Instagram. Und ja, es wäre schön, wenn ihr mich dabei unterstützt und überall gerne mal ein Follow da lasst. Kostet euch natürlich überhaupt nichts. Wenn euch meine YouTube-Videos gefallen, lasst natürlich auch da gerne immer einen Daumen nach oben da und zeigt es mir, dass es euch gefallen, dass ihr mehr davon wollt. Schreibt mir auch gerne Kommentare. Ich gehe auf jeden Kommentar ein. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Video. Wir spielen heute wieder eine Deathrun Map und zwar 250 Level Deathrun. 250 plus Level. Heißt, das sind mehr als 250 Level. Entschuldigung. Ich bin aber immer noch krank. Die Map soll easy sein, also einfach. Wir werden uns anschauen, ob sie einfach normal oder hart ist. Es soll gratis XP für den Season Pass geben. Wir werden uns anschauen, ob es XP gibt, wenn ja, wie hoch sie sind, ob sie es rentiert, die Map mehrfach zu spielen oder nicht. Wir werden uns anschauen, wie farbenfroh und abwechslungsreich die Map ist. Wir werden uns anschauen, ob die Sprünge eintönig sind, sich wiederholen oder abwechslungsreich sind. Wir werden schauen, ob es ein Bonus-Raum gibt, ein Bonus-Level. Wir werden anschauen, ob es Secrets gibt oder nicht. Und wenn ja, wie hoch da die XP sind, ob man sich freuen kann oder nicht. Und ich würde sagen, ohne lang zu schnacken, Spiel starten. Und man sieht, ich habe hier schon einmal gespielt und ich habe Easter Eggs gefunden. Secrets. Es sind keine Easter Eggs. Easter Eggs bedeutet ja, dass man Infos zu einem anderen Spiel dadurch bekommt. Ich habe die Map aber noch nicht completed. Ich weiß auch nicht mehr warum. Aber wir rennen. Es gibt 3 EP pro Checkpoint. Das ist vollkommen ausreichend. Bei 200 plus Leveln. Und ich frage mich gerade ernsthaft, warum habe ich die Map noch nicht richtig completed? Hier ist ein Bonus. Den Snackmons. Ja, okay, die XP könnten ein bisschen höher sein. Ich weiß jetzt nicht, wie sich das handhabt bei den ganzen 200 plus Leveln. Ob man dann über 50.000, 60.000 EP kommt oder nicht, wenn man alles completed hat. Kein Bonus, schade. Was ist das hier? Lol. Okay. Ja, gut. Bis jetzt sind die Sprünge noch recht einfach. Hier ist wieder ein Bonus und genau bei dem, das ist hier oben, da müsst ihr aufpassen, da unten ist eine Falle versteckt. Kann ich euch nur empfehlen, klettert direkt da hoch. So. Haben wir geschafft. Haben wir auch geschafft. Ich habe schon lange keinen Bonus mehr gesehen, irgendwie. Map. Da hinten, ach, da hinten war der Bonus. Nein, das ist ein Easter Egg. Ein Secret. 1200 EP. Okay. 1200 EP sind komplett zufriedenstellend.
Hier gibt es nichts Verstecktes. Okay, hier oben ist wieder was. Haben wir uns gegönnt. Nein, ich bin gestorben. Ich wollte eigentlich W drücken, um an die Seite zu springen. Wollte er nicht machen, warum auch immer. Sie, ey, wo ist denn sie hier in Fortnite? Okay, kann man hier wirklich austricksen? Man kann hier tatsächlich tricksen. Cool gemacht. Nice, nice. Ey, ich habe das Eisding nicht ausgelöst. Nice. So. Wo war das? Da sind wir wieder am Checkpoint. Nee, da falle ich nicht nochmal drauf rein. Kein Secret Room, schade. Und ja, ich zeige hier den offiziellen Weg. Denn wäre ich da runtergerutscht beim Eis, wäre das ein bisschen schmerzhaft gewesen. So, ich bin mal gespannt, ob wir hier auch ein Secret finden oder nicht. Hier haben wir auf jeden Fall einen Bonus-Coin. Die geben tatsächlich nicht viel XP, aber einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, sagt man doch so schön. So. Da hinten ist aber ein Secret versteckt, sehe ich gerade. Da war ich tot. Nee, doch nicht. Lol, das ist eine optische Täuschung gewesen. So kann man sich täuschen. Wuppapapapa, das war knapp. Okay, das war auch knapp. So, ist hier irgendwas versteckt? Ja, eine Falle. Danke. Hier ist wieder so ein Bonus-Coin. Aber noch kein Easter Egg. Creepy, creepy. Das war knapp, würde ich mal sagen. Das auch. Nix versteckt. Schade, schade, schade. Ich hasse Deckenfallen. Oh, hier gibt es wieder einen Bonus-Coin. Ja, und mir ist die Spielzeit da oben tatsächlich scheißegal, denn mir ist egal, wie lange ich hierfür brauche, solange ich Spaß habe und scheiße, solange ich Spaß habe und wie soll ich sagen, ja, ich schön XP kriege. Okay. Nein! Oh. Dann gehen wir halt den Weg. Jo, wir haben es geschafft. Die Eisfalle umgehen wir mal ganz kackend dreist. Skip Level, warum?
Nein! Ja. Oh, wir haben den Coin noch bekommen. Das ist nice. Ja, aber kein Secret mehr gefunden, ne? Woran könnte das liegen? Was ist das hier? Okay, warte, warte mal, hä? Ach, das sind die Bonus-Coins. Ah, ich verstehe. Aha, ich bin wieder oben. Hab ich schon mal gesagt, dass ich Deckenfallen hasse? Aber so richtig... Das ist das Ekelhafteste bei einer Jump'n'Run. Nein, warum? Oh, das ist das Ekelhafteste in einer Deathrun mit Deckenfallen. Die Eckfallen sind mir mittlerweile sogar kackegal. So. Einmal hier hoch. Kannst du haben. Hä? Was war das? Ich hab doch. Und so. Okay. Hui, 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 hui. Also das war gerade mal knapp, würde ich sagen. Yo, wir haben die Map zur Hälfte durch. Zumindest die normalen Level. Ich weiß nicht, was uns noch erwartet. Moment. Dritte war tatsächlich mal knapp. Okay. Da unten geht der offizielle Weg weiter. Hä? Ah, ich verstehe. Ich verstehe das Prinzip. Und jetzt geht's nämlich hier hoch. Ah, da hätten wir ja fast Checkpoints ausgelassen hier. Na, aber nicht mit mir, würde ich sagen. So, Coin Hammer. Oh. Oh. Okay. Hä? Was war denn das gerade für eine Kacke? Okay, diese Map ist seltsam. Die Map ist einfach nur seltsam. Zumal wir haben ein scheiß Easter Egg gefunden. Wo sind die ganzen anderen Easter Eggs? Warum steht hier überall Skip Level? Das ist doch noch einfach. Easter Egg.
Wir haben zwei Easter Eggs ausgelassen. Okay. Das ist weird. Ha. Kann es sein, dass das hier genauso aufgebaut ist wie das der Levelabschnitt davor? Kommt mir zumindest so vor. Wegen den Giftfallen. Nein. Oh, come on. Ja, genau da unten hört's auf. Willst du mich verarschen? Ey. Wo haben wir jetzt? Nicht mit mir, nicht mit mir. Ja, der blaue Abschnitt ist wieder orangener Abschnitt. Der scheint 1 zu 1 gleich zu sein. Das ist ja langweilig, das ist ja eintönig. Oh nein. Aber okay, das langsame ist mir Latte wurscht. Spielzeit 15 Minuten, 1300 EP. Nice, nice. Ich hab's geschafft. Keine Ahnung wie, ich hab's geschafft. Hallo? Hä? Ah, hier. So. Aha. Okay. Das hat man doch jetzt schon zum dritten Mal. Das ist langweilig. Ich gucke halt einfach schon gar nicht mehr nach Secrets, weil findet man ja komischerweise eh nicht. Außer zwei. Und das war reine Glückssache. So, warum sollte ich hier skippen? Ah, ich weiß warum. Deswegen. Nö. Nein, ich kann da nicht klettern! Aber ich kann dort an der Ecke stehen bleiben. So. Ha! So. Oh ne, was ist das da? Hochziehen! Nice! Keine Falle! Schön. Das bereitet mir ein bisschen Sorgen hier. Warum ist da ein Bounce Pad?
Warum ist hier ein Bounce Pad? Okay, das Bounce Pad verstehe ich. Für den Coin. Was? Ach! Das ist ja auch mal cool gemacht. Ich bin tot. Ich muss jetzt... Okay, warte mal. Nee, ich bin ja dort gerade an der Seite runtergefallen. Das heißt also, ich kann da... Ach du Scheiße. Ui! Was war denn das? Hä? Egal, wir haben es trotzdem geschafft. Leck mich. Das war gerade eine knappe Sache, muss ich sagen. Wir haben es geschafft. 7000 gibt es nochmal extra oben drauf. Und jetzt nochmal 1000. Nice. Geil! Become a reappear, remove one level. Was? Wir klicken einfach mal. Oh. Und hier? Passiert nichts. Hier passiert einfach gar nichts. Okay. Weird. Was soll ich sagen? Die Map ist einfach. Sie ist nicht wirklich abwechslungsreich. Also viele Sachen wiederholen sich bei 200 Leveln. Das ist langweilig dann auf Dauer. XP. Passt. Ich habe ein Level abgemacht. Was will ich mehr? Ich kann sie nur weiterempfehlen. Mapcode wie immer in der Videobeschreibung. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es mir, indem ihr einen Daumen nach oben da lasst, indem ihr Kommentare da lasst. Ihr könnt mir auch gerne Mapcode schicken, in die Kommentare schreiben, dann werde ich eure Maps auch spielen. Ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch noch einen wunderschönen Tag wünsche.